Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal das Thema Erwartungswert und Entschuldigung, und Mittelwert anschauen. Wir haben auch ein weiteres Video natürlich noch zur Varianz, Standardabweichung und zum Emden-zentralen Moment. Das ist auch nochmal in der Infobox verlinkt. Das hier ist trotzdem das Startvideo. Also wer das hier geschaut hat, der kann dann gerne zum anderen rübergehen. Wir empfehlen die andere Reihenfolge eher nicht. Dann schauen wir uns mal den Erwartungswert an. Was ist der Erwartungswert überhaupt? Dafür muss man zunächst einmal wissen, was eine Zufallsvariable ist. Wie gesagt, der Begriff Zufallsvariable ist etwas unklar definiert. Eine Zufallsvariable ist nichts anderes als eine Abbildung, also im Endeffekt eine Funktion mit möglichen Ausgängen, also keine Variable, sondern wirklich eine Funktion. Deswegen der Name auch etwas, ja, wie gesagt, verwirrend. Aber wenn man weiß, was eine Zufallsvariable ist, dann kann man zu dieser Zufallsvariable den Erwartungswert bilden. Und der Erwartungswert ist nach der Definition, die ich hier aufgeschrieben habe, einfach eine Funktion, der Erwartungswert einer Funktion g von x, die wiederum die Zufallsvariable x beinhaltet, mit der Dichte fx von x und kann dann interpretiert werden als dieser folgende Ausdruck, e in so eckigen bzw. geschweiften Klammern von g von x. Und das Ganze kann man dann einfach aufschreiben als eben ein Integral, und dieses Integral geht eben von minus unendlich bis unendlich der Funktion g von x multipliziert mit eben der Dichte der Zufallsvariable von x und das integriert über x. Ja, das bedeutet, wenn wir zum Beispiel als g von x haben, ist gleich x Quadrat plus 3x, nur mal als Beispiel, dann würde man hier also den Erwartungswert dieser Funktion g von x berechnen als minus unendlich bis unendlich x Quadrat plus 3x. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die Dichte von g von x Quadrat ist eben definiert als eine Dirac der Höhe 1 an der Stelle 1 zum Beispiel, dann würde man halt hier eben den Dirac an der Stelle 0, Entschuldigung, hinzufügen und das Ganze mit dx multiplizieren. Wichtig ist ja, dass diese Funktion hier, f von x ist ja eine Dichtefunktion, dementsprechend muss die integriert von minus unendlich bis unendlich 1 ergeben, kann aber alles Mögliche, wie gesagt, sein, jede beliebige Funktion, die halt im Integral 1 ergibt. Diese Funktion, sei vielleicht nochmal dazu gesagt, ist aber eigentlich immer gegeben in der Aufgabenstellung und dieser Teil hier auch, sodass man einfach nur noch das Integral berechnen muss. Ja? Das heißt an der Stelle relativ simpel, das ist nur eine Definition von einem Integral, das man dann aufstellen muss. Gut, dann schauen wir uns mal das Verhalten des Erwartungswerts an. Und zwar ist der Erwartungswert linear. Das ist eine sehr wichtige Größe, um im Endeffekt den Erwartungswert vereinfachen zu können. Bedeutet, wenn wir die Funktion g von x mit einer Konstante a multiplizieren und davon den Erwartungswert bilden, ist das das gleiche wie a mal der Erwartungswert von g von x. Kann man sich relativ gut vorstellen. Im Endeffekt, wenn wir zum Beispiel eine Verteilung hätten oder eine Funktion hätten, die zum Beispiel zwischen 0 an der Stelle und 2 liegt und gleich verteilt ist, dann ist ja der Erwartungswert hier in der Mitte bei 1. Wenn ich diese ganze Größe noch mit 5 multiplizieren würde, also a mein Faktor 5 wäre, dann würde das Ganze eben von 0 bis 10 gehen und dann wäre die Hälfte genau 5, also 5 mal der Erwartungswert. Ja, dementsprechend diese Linearität schon mal zum einen bewiesen, beziehungsweise nicht bewiesen, aber an einem Beispiel gezeigt. Und was auch gilt, ist, wenn der Erwartungswert linear ist, dann ist das eben die Linearkombination, also die Addition von zwei Erwartungswerten, ist nichts anderes wie der Erwartungswert von dem ersten Teil plus der Erwartungswert von dem zweiten Teil. Ja, und diese Größen kann man sich relativ einfach zur Hilfe machen, um dann im Endeffekt Umformung zu realisieren. Vom Erwartungswert aus gehen wir zum mten Moment. Und zwar das mte Moment ist definiert als der Erwartungswert einer besonderen Funktion, nämlich nicht irgendeiner beliebigen, wie eben x Quadrat plus 3x oder so, sondern eben definiert als der Erwartungswert der Funktion x hoch m, wobei m dann eben, wie gesagt, der Grad ist, also das mte Moment. Wenn jetzt also x hoch 3 wäre, wäre es das dritte Moment, x hoch 5 das fünfte Moment und so weiter. Das heißt, wir müssen einfach nur diesen Teil hier, x hoch m, einsetzen in das Integral und kriegen dann unser mtes Moment ausgerechnet. Sehen gleich auch, wofür das nötig ist oder wofür man das zum Beispiel nutzt. Und das ist im Endeffekt minus unendlich bis unendlich integriert, also ein Integral von minus unendlich bis unendlich, x hoch m multipliziert mit der Dichte, also fx von x dx. Und damit haben wir auch schon unser mtes Moment, das man auch oft als μ x m, wie man hier sieht, bezeichnet. Genau, da gibt es nämlich jetzt einen Sonderfall und deswegen ist das mte Moment auch so entscheidend, beziehungsweise das erste Moment und die Definition dieses Momentes. Man kann am Moment generell relativ viel ablesen, vor allem am Zentralmoment. Dazu gibt es dann aber nochmal mehr im nächsten Video. Da kommen dann so Sachen wie der Exzess, die Schiefe und so weiter einer Verteilung ins Spiel, aber auch die Standardabweichung bzw. Varianz. Am ersten Moment und nicht Zentralmoment kann man aber vor allem den
Erwartungswert, also den Mittelpunkt bzw. Schwerpunkt von x ablesen. Und das ist definiert als eben, wie gesagt, erstes Moment, also x hoch 1 multipliziert mit fx von x dx. Ja, wenn was hoch 1 ist, können wir die hoch 1 auch weglassen, also das Integral von minus unendlich bis unendlich, x mal fx von x dx. Und wie gesagt, das ist so entscheidend, weil das ist eben der Mittelpunkt bzw. der Schwerpunkt einer Verteilung. Bedeutet, wenn wir also zum Beispiel eine Standard-Normalverteilung hätten, dann würde die ja im Endeffekt ungefähr so ein Aussehen haben. Dann sollte ich es vielleicht genauer zeichnen. Und wenn wir davon eben das erste Moment berechnen, ist das der Erwartungswert und der liegt hier natürlich genau auf der Null. Also es würde auch hier Null rauskommen. Das also zum Beispiel mal als Beispiel. Genau, also wie gesagt, erstes Moment ist der Mittelpunkt bzw. der Schwerpunkt und wird auch als Erwartungswert bezeichnet. Das mth Moment, also das wird auch als der Erwartungswert von der Funktion x bezeichnet. Das mth Moment ist eben der Erwartungswert von der Funktion x hoch m und generell der Erwartungswert einer Funktion g von x wird bezeichnet als eben dieses Integral mit g von x eingesetzt. Wir sehen also alles die gleiche Definition, nur mit unterschiedlichen Funktionen an dieser Stelle eingesetzt. Genau, wie gesagt, es gibt noch ein Video zur Varianz und Standardabweichung bzw. dem mth zentralen Moment. Falls es dazu Fragen gibt, dann gerne da vorbeischauen. Ansonsten, falls es hierzu Fragen gibt, gerne in die Kommentare stellen und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.